32 shot Glock, baby, Glock, baby, what 32 shot Glock, baby, hey. Kept me on the block, block, baby, bitch. Glock, baby, hey. Deshaun Maurice Robertson, aka Lil Loaded, wird am 1. August 2000 in San Bernardino, Kalifornien geboren. Dort besucht er die Schule bis zu seinem 10. Lebensjahr. Er ist eins von vier Kindern und hat einen Bruder und eine Schwester, die älter, und einen Bruder und eine Schwester, die jünger sind. Schon im jungen Alter kommt sein Vater in Haft und ab diesem Zeitpunkt muss die Mutter die fünf Kinder alleine großziehen. Schon als Kind fasziniert ihn Michael Jackson, besonders wie er das Rappen und das Singen in Songs kombiniert. Auch seine Mutter ist ein Rap-Fan und deshalb wächst Lil Loaded mit Rap-Songs von Tupac, Bone Thugs & Harmony oder Snoop Dogg auf. So hat er schon früh den Traum, selber auf der Bühne zu stehen. Mit 10 Jahren zieht er mit seiner Mutter und seinen Geschwistern nach Dallas, Texas, in eine Nachbarschaft, die sehr kriminell ist. Aber auch wenn er jetzt in Dallas lebt, besucht er so oft wie er kann seine Freunde in Cali, so dass Kalifornien immer sein zweites Zuhause bleibt. Schon im jungen Alter zieht ihn die Rap-Musik an. Künstler wie Chief Keef haben ihn seiner Aussage nach zufolge am meisten inspiriert. I grew up listening to Life Gems. Oh, I say Rod Wave sound a lot like him to me. Like, okay, that's what's up. Michael Jackson. I feel like that's what, like, okay. A lot of Young Thug and Roddy Ricch style. Come definitely. From. Like, Michael Jackson started that to me. Like, nice. I listened to Chief Keef, of course. Like, yeah, like Sosa really started that drill shit. Like. Yeah, no, that's facts. Shout out to Chief Keef. Da seine Mutter nie zu Hause ist, um die Rechnung zu bezahlen, wird sein großer Bruder, der 8 Jahre älter ist, sowas wie die Vaterfigur für Lil Loaded. Das Problem ist nur, dass sein Bruder ein Teil einer Gang ist und sein Geld auf den Straßen macht. Er bringt Lil Loaded bei, dass egal was passiert, man Geld haben muss, um jemand zu sein. Als Lil Loaded dann 15 Jahre alt ist und wieder mal in Kalifornien chillt, kriegt er einen Anruf, der alles verändert. Sein großer Bruder wurde erschossen. Lil Loaded macht sich Schuldgefühle, weil er nicht vor Ort war, und wird somit der älteste Mann der Familie mit gerade mal 15 Jahren. Er muss für seine Familie stark bleiben, so dass er sogar monatelang keine einzige Träne verliert. Stattdessen versucht er ab diesem Zeitpunkt, das Geld für die Familie zu machen und fängt an, Drogen zu verkaufen und wird noch krimineller, als er es vorher schon war. Leider sind keine genauen Details bekannt. Bekannt ist nur, dass in dieser Zeit mehrere Male auf ihn geschossen wurde. Eine Kugel trifft sogar seine Hand bei dem Versuch, sein Gesicht zu schützen. Mit der Wunde ist er dann aber nicht ins Krankenhaus gegangen, sondern zu einem sogenannten Hood-Doktor, der in der Nachbarschaft für Geld illegal Wunden näht. Der Doc hat dann die Kugel aus seiner Hand ohne Betäubung entfernt, damit keine Polizei im Spiel ist. Dieses Ereignis war so prägend für Lil Loaded, dass er andere Wege sucht, um von der Straße wegzukommen. Seine Freunde überreden ihn dann, sich als Rapper auszuprobieren, und so landet er das erste Mal im Studio. Im Alter von 18 Jahren merkt er, dass Rapmusik ehrlich Geld bringen könnte, und fokussiert sich mehr auf die Musik. Er released sein erstes Video, das aber leider nur ein paar Aufrufe bekommt. Aber als er dann sein zweites Video namens Block Baby droppt, dessen Beat er einfach von YouTube genommen hat, wird er zum Star. Denn ein YouTuber, der eine riesen Reichweite hat, reagiert auf das Video und das Video geht somit viral. Lil Loaded Block Baby. One view 54 minutes ago. Baby, what 32 shot like, baby. Get me on the block, block, baby. I need a break. Bro, there's just so much fucking heat in here, bro. That was fucking cool, bro. I'm gonna give that a straight diamond rating, man. Strictly diamond. Innerhalb von wenigen Stunden hat das Video über 150.000 Klicks. Und ab diesem Zeitpunkt häufen sich die Labelanfragen. Er entscheidet sich dann, bei Epic Records zu signen, mit gerade mal 19 Jahren. Eigentlich müsste ab jetzt alles blenden laufen. Doch seine Vergangenheit holt ihn wieder mal ein. Er wird verhaftet aufgrund von Waffenbesitz und wird erneut angeschossen. Aber was als nächstes passiert, verändert anscheinend sein ganzes Leben. Im Oktober 2020 wird die Polizei gerufen und findet den toten Freund von Lil Loaded namens Savage Boosie. Er wurde kaltblütig erschossen. Bei den Ermittlungsverfahren wird dann Lil Loaded verdächtigt und festgenommen. Die Anklage lautet Mord. Und zu Beginn liegt die Kaution bei einer halben Million Dollar. Nach einem Monat wurde die Kaution auf 75.000 Dollar gesetzt und Lil Loaded durfte mit Hausarrest nach Hause. Doch was ist dort wirklich passiert?
Die Dallas News haben berichtet, dass die Schwester von Savage Boosie Lil Loaded mit einem Freund und ihrem Bruder vor der Haustür gesehen hat. Sie machen Videos, wie sie mit einer Waffe rumspielen. Als die Schwester dann im Haus ist, hört sie einen lauten Schuss und läuft sofort auf die Straße. Dort liegt ihr Bruder mit einer Schusswunde. Über ihn Lil Loaded und sein Freund. Sie läuft wieder ins Haus und ruft einen Krankenwagen. Als sie dann wieder rauskommt, nimmt sie das Handy von Lil Loaded, wo ein Video drauf ist, in dem zu sehen ist, wie Lil Loaded beim Posen mit einer Waffe aus Versehen seinen Freund in den Oberkörper schießt. Allerdings konnte ich diese Aussage nicht in Akten finden oder sowas. Es kann sein, dass das alles nur ein Gerücht ist. Aber vielleicht war das auch der Grund für seine letzte Entscheidung. Vielleicht aber auch der frühe Verlust von seinem Vater und seinem Bruder. Oder vielleicht war auch seine Freundin daran schuld, die Gerüchte nach zufolge Lil Loaded fremdgegangen ist. Ich glaube, es war ein Cocktail aus allem. Am 31. Mai 2021 postet Lil Loaded seinen letzten Post, in dem steht: Lieber Gott, bitte verzeih meine Schwächen. Jedes Mal fühle ich mich so, als würde ich dich nicht stolz machen und dass ich die Segen, die du mir in mein Leben gebracht hast, nicht wertschätze. Manchmal verwischt die Linie zwischen solide und herzlos sein. Ich möchte dir danken, dass ich so weit gekommen bin und für all die Menschen, die du mir in mein Leben gebracht hast, damit ich auf dem Boden bleibe. Ich liebe jede einzelne dieser Person. Ich bitte dich, mich in dein Königreich aufzunehmen. Auch wenn ich viele Fehler gemacht habe, weiß ich, dass du alle deine Kinder liebst und ich bin bereit, dass meine Seele und mein Herz zu dir kommen. Am selben Tag nimmt sich Lil Loaded das Leben. Ganz egal, wer daran schuld ist, er ist viel zu früh von uns gegangen und hatte, wie viele der US-Rapper, einfach ein viel zu hartes Leben gehabt. Und manche von euch können vielleicht nicht nachvollziehen, wie ein junger Mann mit so einer Zukunft sich einfach das Leben nehmen kann. Wenn ihr so denkt, dann seid froh, weil das ist ein Zeichen dafür, dass ihr eine starke Psyche habt. Es gibt aber sehr viele Menschen, die keine starke Psyche haben und die irgendwann mal in ein Loch fallen, aus dem sie nie wieder rauskommen. Deswegen tut mir bitte den Gefallen, achtet aufeinander. Und wenn ihr Selbstmordgedanken habt, dann bitte holt euch einfach Hilfe. Viele denken, wenn man zu einem Psychologen geht, ist das ein Zeichen von Schwäche. Dabei ist es vielmehr ein Zeichen von Stärke. Das wollte ich nochmal zum Schluss loswerden. Ruhe in Frieden, Glock Baby. Deine Musik wird ewig weiterleben. Don't get me wrong. You could always not see the next day, but you got so many days that to look forward to. It ain't no talking about problems. I'm just gonna get to trying to resolve it, whatever the problem is. Whether it's needing to go get something or something like that, like resolve it and get whatever problem it is fixed. I just feel like being myself, that's gonna get me farther than anything. I always had a personality that just attract people. I don't even really like people. I always had a personality that make people gravitate toward me. So why not be myself?